Seid gegrüßt zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Mirage. So, es ist dunkel geworden. Es ist Nacht. Doch ein mutiger Held in dunkler Kluft wagt sich aus dem Haus. So, wir können ja einmal, ich denke mal bei Nacht, es hat auch was. Ja, wir können erstmal ein bisschen in der Dämmerung hier rumlaufen, wenn es wirklich zu dunkel werden sollte. Wovon ich aber nicht ausgehe. Dann gehen wir mal eine Runde meditieren. So, erstmal holen wir uns hier das Türmchen. Erstmal holen wir uns hier das Türmchen. Ist ein bisschen dichter dran, ne? So. Nein! Du Idiot! Das hätte ich ja noch besser hingekriegt. Er sollte ans Seil springen. Was ein Vogel. Alter, das war jetzt aber nicht athletisch. So, haben wir hier unten noch eine Kiste? Können wir hier irgendwo rein? Da ist der Heuballen. Okay. Kiste haben wir nicht, aber wir können wieder ein Fenster kaputt machen. Ja, wir lernen nämlich dazu. Ich glaube auch, ich weiß jetzt bei der Färberei, wie ich da reinkomme. Obwohl, der hat mir nicht angezeigt, dass eine Tür verschlossen ist, ne? Sonst hätte ich gesagt, man könnte bestimmt da auch ein Fenster kaputt machen. Oder eine Tür über ein Fenster. Oder mit Hilfe eines Fensters. Ernüchternd. So. Gar keine Kiste drin. Och, so anstrengend. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar hinunter. Oder deine Wertsachen sind weg. So. Ja. Wenn Rapunzel hier wäre, dann könnten wir zumindest leichter hochklettern, ne? Müssten wir keinen Weg suchen. So, bei Nacht. Ich glaube, wir haben noch gar nicht bei Nacht synchronisiert, ne? Das ist schon geil. Irgendwie gefällt mir das viel mehr wie diese ganzen modernen Häuser vom Aussehen. Wäre in Deutschland halt mit dem Fenster ein bisschen kacke im Winter, ne? Da ist nichts mehr mit KfW-Förderung. So, jetzt nächste Turm und vom Turm geht's dann weiter. Oh, es tut mir so leid, es tut mir so leid, Sir. Aber sie scheinen sehr reich zu sein. Gefallsmünze. So. Aber hier rüber. Jetzt müssen wir einmal zum anderen Türmchen. Ein paar Bänke. Mit der Rechtsprechung im Kalifat dem Mausoleumgericht vorzutragen ist, wo solche Beschwerden aufgenommen und behandelt werden. Oh, eine Beschwerdestelle. Ich hätte eine Idee für eine Beschwerde. Ich bin ziemlich ungerecht behandelt worden, als ich das letzte Mal durch ein Tor gegangen bin. Ja, da habe ich mich ein bisschen ausgegrenzt gefühlt. Ja, ja, ich wollte euch ins Wasser schubsen. So. Ein paar Meter haben wir noch. Oh, ich hoffe, das ist noch in dem Bezirk. Nicht, dass wir wieder durch eine Mauer laufen müssen. Gleis 9 3 Viertel. Was ist das Goldene?
Okay. Der Schmerz. Ist unerträglich. 13 Meter. Mit ihm können wir sprechen. Ist das unter uns? Mein Ende kommt so früh. Ich bin noch nicht bereit. Das ist der Typ, ne? Und wir haben eine Scherbe in 180 Metern. Ja, sprechen erstmal mit dem Typen hier. Sieht er das? Mein Herz, Sadiki, lässt mich im Stich. Lass mich dir helfen. Vielleicht gibt es einen Arzt, zu dem ich dich bringen kann. Ja, zu spät. Doch ich habe noch so viel zu tun. Mein Lebenswerk, ein Traktat über die himmlischen Sterne. Ich muss es zum Haus der Weisheit bringen, ehe meine Rivalen es in die Hand bekommen und meinen Ruhm stehlen. Ich könnte das Traktat für dich überbringen. Und dann ist er noch mein lieber Sohn. Heute haben wir uns gestritten. So erbittert. Ohne seine Vergebung kann ich nicht. Ich hole ihn, damit ihr Frieden schließen könnt. Nein, zuerst das Traktat. Hilf mir, es zu holen. Bitte. Man muss Prioritäten setzen, ne? Das werde ich tun. Mein Vater war Architekt. Auch ihm hat ein Rivale den Ruhm streitig gemacht. Erst das Traktat. Mein Sohn ist mir, schon wichtig, aber eigentlich ist er mir scheißegal, ne? Wow. Mein Herz! Ja, ich mach ja schon. Ich habe die Möglichkeit, mit meinem Sohn Frieden zu schließen. Oder ich achte darauf, dass mein Ruhm bei mir bleibt. Es kann sich nur um Stunden handeln. Oh. Ja, verriegelt. Aber wir sind ja lernfähig, ne? Vielleicht von hier? Ach Mensch. Du alter Gaudi, du. Ja, keine Angst, Leute. Ich habe nur meinen Schlüssel vergessen. Ja, ich mache das immer so. So. Das Traktat. Das war bestimmt der Opa. Au, erstmal die Truhe. Wir müssen auch Prioritäten setzen. Hinweis an mich selbst. Vielleicht verliere ich den Verstand, aber ich hatte gerade einen Einfall und muss ihn aufschreiben, ehe ich ihn vergesse. Die geläufige Theorie setzt unseren Planeten in den Mittelpunkt des Universums, wo die Sonne, der Mond und alle anderen Gestirne um ihn herumkreisen. Doch was, wenn diese Theorie falsch ist? Was, wenn wir es sind, die gefangen auf diesen Felsen um die Sonne kreisen? So, ob verrückt oder nicht, ich habe es aufgeschrieben. Ich fürchte, die Welt mag noch nicht bereit sein für diese Vorstellung, daher muss ich dies von meinen offiziellen Studien getrennt aufbewahren. Doch wenn ich mit den anderen Dingen fertig bin, werde ich der Sache weiter nachgehen. Das schwöre ich.
Interessante These. Nicht verschickter Brief vom Vater an den Sohn. Mein lieber Sohn, einige Dinge sind leichter geschrieben als gesagt. Hätte ich diesen Ansatz heute früh schon befolgt, hätten wir vielleicht unseren Streit vermeiden können. Ich wollte dir nur etwas klar machen. Meine Studien sind in der Tat mein Lebenswerk, doch sie sind nicht die Freude meines Lebens. Nein, nur du bist meine wahre Freude. Bitte glaube mir, nach dem Dahinscheiden meiner geliebten Gattin und deiner hochverehrten Mutter. Nun ja, das Leben war danach nicht gerade einfach für uns beide. Jeder suchte seinen eigenen Weg aus der Trauer. Zwei verlorene und einsame Seelen. Doch als dein Vater war es meine Pflicht, für dich da zu sein. Früher war ich es nicht, doch jetzt bin ich es. Lass es meine Schulter sein, auf der du dein Haupt bettest und an der du Trost findest. Komm zu mir, wenn du bereit dazu bist, und wir werden uns gegenseitig heilen. Das ist der Brief von dem Opa an dem Sohn, mit dem er sich gefetzt hat. Brief des Arztes. Geschätzter Almahani, das Pochen in deiner Brust bereitet mir weiterhin Sorge. Daher habe ich dir eine Liste mit Nahrungsmitteln zusammengestellt, die dir deinen Zustand helfen sollten. Spinat, Kichererbsen, Datteln, Zitronen, sowohl die süßen als auch die bitteren Sorten. Olivenöl anstelle von Sesamöl. Iss immer nur kleine Portionen Fleisch und schneide das Fett ab. Brot aus dem Mehl der Sorghumhirse. Jedoch nicht aus Weizen, Gerste oder Reis. Halte dich an diese Liste, dann wirst du sicher noch den Tag erleben, an dem du Großvater wirst. Dein Freund Hunayn ibn Nasir al-Tusi. Okay, das war der Brief vom Arzt. Ja, dann wird der Opa, der wird doch noch aushalten, bis wir da sind, oder? Muss er. So, Fenster ist offen. Nee, so lange muss der Opa noch durchhalten da. Der hat ja gesunde Lebensmittel verschrieben gekriegt vom Doktor, ne? Dazu noch eine Ibo und dann geht's denen ganz gut. Muss ich hier noch irgendwas mitnehmen? Was ist denn das? Ach so. Irgendwas ist da oben, ne? Oh, ups. Okay, wir gehen hier nochmal raus. Und es ist doch dieses Fenster. Ach so, warte mal, wenn ich hier sage Fokus, ist das der Sohn da unten? Aber da, wir müssen ja noch sein Lebenswerk holen, ne? Also das, was ihm wirklich wichtig ist. Nicht der Sohn, sondern... sein Ruhm. Den müssen wir sichern. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das hier richtig ist. Doch, da. Okay, die Tür ist zu. Ah, okay. Astronomische Instrumente. Schon lange vor der Erfindung des Teleskops hatten die Zivilisationen der Antike Methoden entwickelt, um die Sterne zu kartografieren. Die abbasidischen Gelehrten bauten auf diesen überlieferten Wissen auf, verbesserten die Methoden und schufen Instrumente, die noch heute benutzt werden. Das wichtigste und vermutlich langlebigste dieser Instrumente war das Astrolabium.
Es wurde von griechischen Astronomen im 3. Jahrhundert erfunden und bot eine Möglichkeit, das Universum in den Händen zu halten. Beim Astrolabium handelt es sich um einen gravierten Kreis, der die Sterne repräsentiert, die nach damaliger kopernikanischer Vorstellung um die Erde kreisten. Ein Kreis in der Mitte des Astrolabiums repräsentiert den Benutzer, der sich auf einer Linie befindet, die den Horizont darstellt. Verschiedene Punkte stehen für bekannte Sterne. Ab dem 8. Jahrhundert verbesserten die abbasidischen Astronomen das Astrolabium, indem sie neue Elemente hinzufügten, mit denen sich beispielsweise Datum und Uhrzeit bestimmen ließen. Außerdem wurden mehr gravierte Scheiben entwickelt, welche die auf verschiedene Breitengraden sichtbaren Sterne zeigten, wodurch das Astrolabium auch von Reisenden benutzt werden konnte. Das Instrument hatte zahlreiche Verwendungen. Man konnte die Zeit des Sonnenauf- und Untergangs bestimmen, die Höhen von Gebäuden oder die Breiten von Flussüberquerungen, die Gebetszeiten sowie die Richtung, in der Mekka lag. Die einfallsreichen abbasidischen Gelehrten fanden hunderte, wenn nicht tausende von praktischen Anwendungen für dieses Gerät. Ja. Wissenschaft ist da, wo man Wissenschaft, ne? Sag ich immer. So, das ist nochmal Dirham. Durchsuche Amarts Werkstatt im Haus der Weisheit. Ach, hier geht's noch runter. Eine der beiden Pforten hier, ne? Die ist es nicht. Aber wo? Durchsuche Amarts Werkstatt im Haus der Weisheit. Okay, hier wird's nicht sein. Oh Gott, ich hab gedacht, ich spring voll auf den Zaun. Ich dachte, dahinter ist vielleicht eine Tür. Hier sind nur funktionslose Türen. Vielleicht da drüben? Rauch beim Haus der Weisheit. Was geht da vor? Oh, wow. Echt? Das große Ding muss ich durchsuchen? Ja. Na, ihr Gelehrten? Ja, Studenten haben nie viel Geld, ne? Los. Hau dich. Ah. Haus der Weisheit. Da ist doch eine Fuge dreckig. Ja. Ja, ist das nicht schön, wenn jeder so seinen Traumjob hat. Im Haus der Weisheit jede Fuge putzen. Leute, beruhigt euch. Das Feuer war klein und ist unterkommen. Aras Zorn kommt über uns. Die meisten unserer Bücher sind sicher. Die Gefahr ist vorbei. Alter Mann, wie brach dieses Feuer aus? Alter Mann? Ja, Fasil Fahim ist alt. So alt wie das Haus der Weisheit, das er leitet. Vergib mir, Meister. Das glaube ich nicht. Ich sprach voreilig. Kann ich helfen? Nein. Das Feuer wurde von der Eimertruppe des Wassermeisters gelöscht. Wer hat dieses Feuer gelegt? Unruhestifter, denke ich. Genauer gesagt, Feinde des Kalifen. Was für Bücher haben sie denn verbrannt? Das lässt sich noch nicht sagen. Der Buchwart könnte vielleicht etwas wissen.
Wo finde ich Ahmad? Ich suche einen gewissen Ahmad ibn Musa. Ja, er hat hier eine Werkstatt, aber ich habe ihn eine Weile nicht gesprochen. Friede sei mit dir, Ältester. Ich muss gehen. Ich muss immer noch Ahmad ibn Musa finden. Sollte aber auch in der Bibliothek mit dem Buchwart sprechen. So, ich soll zur Bibliothek. Ich frage mich, ist dieses Zeichen hier mein Missionszeichen? Basim, hey! Neunfinger, hier drüben! Das gibt's doch nicht, die Alte ist echt überall. Was hast du denn da, Gelegenheitsdiebin? Ein Buch. Ich habe es geschafft, zumindest eins vor dem Feuer zu retten. Wenn sie dich beim Stehlen erwischen. Schneiden sie einen Finger ab. Ach nein, eine ganze Hand. Das ist nicht lustig. Wie viele Hände hat sie noch? Ich sehe schon, dir sitzt der Schalk im Nacken. Ich habe zu tun. Nichts, das dich betrifft. Oh, geheime Dinge der Verborgenen. Was ist es dieses Mal? Erstechen? Stehlen? Erstechen und dann stehlen? Das ist dein Gebiet, Nihal. Du hast vielleicht einen Finger verloren, aber deinen Charme hast du noch. All diese Werkzeuge und Bücher, das ist Ahmads Raum. Aber wo ist er? Reicht uns das? Das war ja simpel. So, aber hier drinnen gibt es nichts zu holen, ja? Ahmad scheint an etwas Neuem zu arbeiten. Aber an was? Also, laut meiner fachkundischen Beurteilung würde ich sagen, irgendwas Wissenschaftliches mit Kreisen und einem Zahnrad. Hin und wieder ist auch ein Strich zur Gegend. Gut, kann ich hier hoch? Ist hier irgendwas? Nein. Okay. Wir haben hier noch ein bisschen Wissen. Gut, das da hinten werden wir wahrscheinlich mitnehmen müssen. Hier können wir lesen. Da haben wir noch was einzustecken. Wieso ist der rot und der auch? Das ist ja skurril. Wieso sollten hier Gegner sein? Die wissenschaftliche Methode. Die Abbasidenzeit war von wichtigen Errungenschaften gekennzeichnet, welche die wissenschaftliche Arbeit nachhaltig beeinflusst haben. Zu dem Wichtigsten zählt das Aufkommen dessen, was wir heute als wissenschaftliche Methode bezeichnen. Die Überprüfung der Daten und der Ergebnisse anderer Forscher, seien es zeitgenössische Intellektuelle oder historische Persönlichkeiten wie Ptolemäus. Werkzeuge wie dieser Mörser oder dieser Alembik waren für diese Zwecke unerlässlich. Die Gelehrten jener Zeit wetteiferten um die Aufmerksamkeit und Unterstützung des Kalifen. Daher mussten sie neue Wege finden, um Wissen zu sammeln und ihre Entdeckung zu untermauern. Dies fachte ihren Durst nach übersetzten wissenschaftlichen Arbeiten aus der Antike oder aus fremden Ländern an. Sie überprüften dann die Berechnungen oder die mathematischen Beweise dieser berühmten Gelehrten und verbesserten sie, falls möglich, oder widerlegten sie auch gelegentlich, um sich selbst einen Namen zu machen. Die Gelehrten im Haus der Weisheit arbeiteten fieberhaft daran, die Arbeiten ihrer Vorgänger oder Rivalen zu überprüfen und zu kommentieren. Sie bauten Experimente nach und versuchten, die Methodik oder die Berechnung zu verbessern. Wenn ihre Ergebnisse von denen ihrer Vorgänger abwichen, versuchten sie dies zu erklären, was ihre Nachforschung noch intensivierte. Zu den besten Beispielen für die Anwendung der wissenschaftlichen Methode und dessen, was heute als Peer Review bekannt ist, zählen die Versuche von einer Gruppe von Mathematikern, um den großen Algorithmus
Das könnte sich jeder selber lesen. Den Umfang der Erde durch die Reproduktion von Experimenten aus der griechischen Antike zu bestimmen, sowie spätere Verbesserungen dieses Versuchs und seine Ergebnisse durch Biruni. Endlich mal ein Name, den man aussprechen kann. Biruni. Den merken wir uns. So. Weiterer Gedichtband von Arib. Tabit wäre begeistert. So, das sammeln wir noch ein. Dann war hier vorne noch... Messwerkzeuge, wie sie mein Vater besaß. Doch diese gehören Ahmad. Und das in seiner Werkstatt. Schande noch eins. Er nimmt die Arbeit wohl nicht mit nach Hause. Mich fleucht, ich muss zu diesen Zeichen. Oh, wir gucken mal. Wir könnten jetzt mit ihm quatschen, aber müssen wir nicht. Was ist denn hier los? Er schuldet mir Geld. Weiß ich nicht. Frag den Buchwart. Um die Bibliothek herum wurden Wachen aufgestellt. Ah, was geht hier derzeit nur vor? Was hat er? Warst du das, du Penner? Ich sollte mich mal im zweiten Stock umsehen. Kümmert er sich um den? Ich wollte das Ziel des Weisen lesen, aber es ist dem Feuer zum Opfer gefallen. Wer hat all diese seltenen und strittigen Bücher verbrannt? Doch sicher nicht der Kalif. Woher soll ich das wissen? Der Kalif soll uns beschützen. Wir wollen im zweiten Stock, aber wir dürfen da nicht hoch. Jetzt verstehe ich das mit dem Wachen. Weil der Kalif das hier sabotiert hat. Ich möchte großen politischen Persönlichkeiten nichts nachsagen, aber ich denke, dass er das zu seinem Interesse manipuliert. Geh doch da rein. Die Bibliothek ist gut bewacht. Da muss etwas passiert sein. Oh, ja. Okay, wie viele haben wir denn hier? Jetzt können wir den Vogel gar nicht einsetzen. Der da leuchtet. Wir haben 1, 2... Hier oben, da, 3, 4, 5... Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Okay, hier kann mich keiner sehen. Kann man diese Schale auf ihn fallen lassen? Nee, ne? Aber er scheint ja irgendwas zu haben. Oder war es nicht er, was die Truhe? Nee, er hat irgendwas hinter sich. Okay, wenn er hier lang geht, machen wir ihn weg. Nein, ich habe meinen Einsatz verpasst. Okay, wenn er hier ist, hier bleibt er ein bisschen länger stehen. Irgendwer läuft hier oben rum. Ich hoffe, dass die nicht die Treppe runtergehen. Hat man nicht gehört, ne? Tragen? Aber der hat doch noch was gehabt. So.
Oder habe ich das schon eingesteckt jetzt? Automatisch. Der hat doch nichts mehr im Rücken, ne? Wie liebevoll ich ihn habe zum Boden geleiten lassen. Ich dachte, das wäre jetzt das Einfachste. Kann ich mir das Messer wiederholen? Nee. Das habe ich so tief in seine Fresse geworfen, das kriegst du nicht mehr raus. Da brauchst du ein anderes Messer, um das wieder rauszupulen. So, einmal hingeschmissen hier. Was haben wir hier vorne, Pim? Geschätzter Mentor, mein Meister. Ich weiß, dass du skeptisch gegenüber neuen Ziffern bist, doch ich flehe dich an, es dir zu überlegen. Al-Khawizmi hat sie verbessert und selbst Gelehrte aus fernen Ländern im Haus der Weisheit sind beeindruckt. Einige luden mich ein, mit ihnen nach Kurtuba zurückzukehren, um sie dort vorzustellen. Ich weiß, dass du und ich in einigen Jahren lachen und uns fragen werden, wie wir je ohne sie auskamen. Dein treuer Schüler. Okay, wer ist der geheimnisvolle Mentor? So, das nehmen wir. Jetzt ist das Zeichen da hinten. Ich raff hier gar nichts mehr. Hat das hiermit vielleicht gar nichts zu tun? Achso, ja. Vielleicht ein bisschen. Was für ein Blutbad. Ach, das ist gar nichts. Bei den östlichen Feldzügen war es schlimmer. Aber das ist eine Bibliothek. Oh mein Gott. Da kam direkt einer. Geh mal die Treppe da hinten hoch. Wir holen uns erst die Alten und Verwundeten. Und das wird dann dieser Einzelgänger hier sein. Was? Hey, was? Ich wusste nicht, dass du so weit gucken kannst. Schade, ich dachte, der fällt richtig die Stufen runter. So, haben wir hier... Können wir hier die Tür nutzen? Auf der Rückseite der Wand haben wir noch ein bisschen was. Was ist das? Angemessenes Bibliotheksverhalten. Verhalte dich in der Bibliothek leise. Bringe Bücher an ihren Platz zurück. Nimm keine Werke ohne Erlaubnis. Hat sich auch nicht viel geändert. Ich guck mal, ob wir hier rumgehen können. Weil der andere Weg... Nein, geht nicht. Birgt viele Gefahren. Okay, das kriegen wir nicht auf. Boah, Gottes Willen. Ich dachte gerade, wo will der jetzt hin? Okay. Au. Das nehmen wir doch gerne mit. So, hier geht's nicht lang. Toll. Oh, wie konnte ich denn das übersehen? Knochenwürfel. Ich muss auch irgendwann mal den ganzen Scheiß, den ich überall einstecke, verkaufen. Ich meine, die Taschen sind voll. Rein theoretisch, wir können uns wahrscheinlich schon zur Ruhe setzen. Wir müssen gar keine Menschen mehr töten. Aber wir machen das mittlerweile ja auch nur noch aus Spaß an der Freude, ne? So, da kommt jetzt einer zurück. Wie weit kann der gucken? So, die zwei trennen sich gar nicht, ne? Wir können nicht auf dem Schrank. Vielleicht können wir da oben hin. Warte mal.
Okay, und... Ach so, das ist eine Kuppel. Ah, ich dachte, wir könnten hier, quasi oben drüber, dass die beiden Kuppeln verbunden sind. Aber ich sehe gerade... Wir müssten... Oh Gott, das ist aber weit. Okay, schaffen wir aber. Da wollte ich gar nicht hin. Jetzt komme ich hier doch. Miss. Schaffe ich den Sprung nicht? Doch. Ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich alle töten muss. Also die auf jeden Fall, da ist eine Kiste. Und da ist jemand tot. Aus. Ich habe keine Heiltränke, ne? Doch. Okay, das hat irgendwie nicht ganz so gefruchtet. Ich habe jetzt gedacht, wenn wir da runterspringen, dass wir den direkt weg haben, aber... Scheinbar geht das bei denen nicht immer. Okay, wir sind jetzt nicht so weit zurück. Woher soll ich das wissen? Der Kalif soll uns beschützen. So, na gut. Müssen wir nochmal schnell durch. Uiuiuiui. Also merke, den dicken Klotz, den kriegen wir nicht unbedingt mit dem Todessturz. Fall, Klingenangriff, kalt. Ja. So, das heißt, wir müssen dann nochmal sneaky peeky durchgehen. Ich hoffe, ihr habt morgen nochmal eine halbe Stunde mitgenommen. Würde ich sagen, wir gehen morgen gemeinsam da nochmal durch. Hauen die weg, bringen Opa seine ganzen Ergebnisse. Persönlich mit seinem Sohn und dann... Persönlich mit seinem Sohn. Und dann gucken wir mal weiter, ne? Wir müssen das Haus der Bruderschaft auch noch finden. So, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall Spaß gehabt. Kommt morgen gerne wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao.